Hi, ich bin's wieder, euer Otaku, mit einer kurzen Zwischenmeldung. Und zwar einer wütenden Zwischenmeldung. Ich habe euch ja angekündigt, dass ich euch eine Analyse zu meinem absoluten Lieblingsanime bringe. Wollte ich auch. Ich habe bereits zwei Analysen über mein Lieblingsanime hochgeladen, indem ich beides mal Ausschnitte zeige und Drecks YouTube und die Drecks Urheberrechtsverletzung und das dreckige Urheberrecht wollen nicht, dass ich diese Videos hochstelle. Ich müsste YouTube betrügen, um es hochzuladen und dadurch kann mir mein YouTube-Account gelöscht werden. Und das wäre ziemlich scheiße und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Deshalb müsst ihr etwas länger warten auf die Analyse. Das tut mir echt leid. Ja, ich weiß auch nicht, was ich euch jetzt sagen soll. Das ist halt echt das Problem. Ich kann nichts machen, weil eigentlich hat YouTube das Recht einzuverlangen. Aber es nervt mich einfach. Und ich frage mich einfach, wie schaffen es diese Leute, die so Sachen wie komplette Anime-Serien auf YouTube hochladen? Und ich schaffe es nicht. Video, wo ich Ausschnitte aus dem Anime zeige, hochzuladen. Ich meine, wo ist da die Logik? Und da muss es irgendeinen Trick dahinter geben. Ich schaue noch nach. Ansonsten werdet ihr von mir irgendwann in den Laufe der Tage ein Video bekommen. Ein Analysevideo eben über das. Aber dann zwangsweise ohne irgendwelche Ausschnitte. Das ist echt, echt schade. Also, ich könnte diesen YouTube-Typen dafür echt eine Faust geben, aber ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das ist das Problem. Also, wie gesagt, ihr werdet noch ein bisschen warten müssen. Geduldet euch und es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann nichts machen. Also, damit, sayonara e arigato.